Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute werde ich euch zeigen, wie ihr relativ leicht den Virus auf normal schafft, völlig egal ob auf dem PC oder auf dem Handy, wobei ich mir habe sagen lassen, beim Handy gibt es eben zwei gravierende Unterschiede. Es gibt ja einmal die Bezahlversion und einmal die Gratisversion. In der Bezahlversion habt ihr wohl alle Features zur Verfügung, in der Gratisversion habt ihr wohl Einschränkungen in den Bonusgenen, die wir logischerweise benötigen würden. Also das wird dann auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Wir gehen jetzt mal rein, wie gesagt, Seuchentyp Virus und in die genetischen Codes, also unsere Bonusgene. Wir werden standardmäßig auf die roten DNS-Punkte gehen, weil wir natürlich die Schiene fahren, dass wir unter dem Radar bleiben und relativ spät dann die Tötung auslösen werden und erst dann sollte die Heilmittelforschung starten. Wir haben jetzt hier die Fähigkeiten-Mutationen drin. Warum das? Der Virus ist ein mutationsfreudiger Seuchentyp. Das heißt, wenn wir unseren Virus weiterentwickeln, dann wird der richtig reinhauen, was die Mutationen angeht. Und wir wollen natürlich hier einen Bonus auf unsere Fähigkeiten haben. Das heißt, dort möchten wir nichts bezahlen. Die sollen sich von alleine weiterentwickeln, weil die relativ teuer sind. Dementsprechend, weil wir hier... normalerweise würden wir hier die statische Fähigkeit nehmen, dass sich die Kosten für unsere Fähigkeiten nicht erhöhen, können wir aber bei dem solchen Typ nur schwer anwenden, wie gesagt, weil er eben mutationsfreudig ist und das müssen wir dann dementsprechend für uns ausnutzen. Dementsprechend nehmen wir eben die Fähigkeiten-Mutation Wasserbonus, logischerweise für Ägypten mit den zwei Häfen. Die Widerstandsfähigkeit ist relativ Standard und ihr seht jetzt hier, dass ich die statische Rückentwicklung drin habe. Ich habe ja gerade eben bereits erwähnt, es ist ein mutationsfreudiger Virus und wir müssen sehr viel zurückentwickeln. Normalerweise ist es so, dass ich hier die Rückentwicklung nehme. Bonus-DNS bei Rückentwicklung. Ich weiß nicht, ob das aktuell ein Bug ist oder ähnliches. Selbst wenn ich dieses Bonusgen drin habe, kostet mich die Rückentwicklung. Ich bekomme also keine DNS-Punkte bei der Rückentwicklung, sondern ich bezahle. Also es funktioniert einfach nicht. Deswegen werde ich die statische Rückentwicklung nehmen. Das heißt, die Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht. So, ich gehe jetzt mal rein. Wie gesagt, auf normal. Brutal und mega brutal wird auch kommen. Also lasst bitte ein Like und ein Abo da. Dann bekommt ihr auch die Nachricht, sobald die anderen Videos mit den höheren Schwierigkeitsstufen zur Verfügung stehen und könnt euch die auch anschauen und dementsprechend nachspielen. Sackjucken, logischerweise. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als Sackjucken. Und wie gesagt, wir starten in Ägypten wegen den zwei Häfen und dem Flughafen. So, gehen wir jetzt nochmal rein in unsere Krankheit selber. Wie gesagt, Übertragung gehen wir eigentlich nur auf Wasser und Luft. Für die Symptome, wie bereits angesprochen, es wird hier sehr viel mutieren und aufgrund der Schwere, die wir natürlich am Anfang sehr, sehr gering halten wollen, werden wir hier auch dementsprechend einiges rückentwickeln müssen. Und hier unsere Symptome Moritz Walser, danke für das Abo. Die virale Instabilität werden wir natürlich jetzt auf jeden Fall weiterentwickeln und wir werden die Resistenzen dann dementsprechend weiterentwickeln, aber primär erstmal die Mutationsfreudigkeit, weil wir natürlich erreichen wollen, dass das hier und das hier uns nichts mehr kostet. Also dass das weiter von alleine mutiert. So, wie gesagt, 5 DNA-Punkte, gehen wir mal rein, die sollten wir relativ schnell haben. Auf ganz schnell sind wir schon. Und was ihr vielleicht in Betracht ziehen könnt, wäre so ein kleiner Puffer an DNS-Punkte für die Rückentwicklung. Also es gibt nichts Schlimmeres, Kälteresistenz hat sich jetzt weiterentwickelt, es gibt nichts Schlimmeres als eine Weiterentwicklung der Symptome, die ihr nicht haben wollt und könnt sie nicht schnell genug zurückentwickeln und dann setzt die Heilmittelforschung an, weil ihr hier über die Grenze kommt. Deswegen, wie gesagt, behaltet immer ein paar Punkte.
Punkte in Reserve. Jetzt müssen wir nochmal schnell reingehen. Wie viele Punkte brauchen wir denn? Das sind 6 Punkte. Vielleicht haben wir auch Glück und es entwickelt sich weiter. So. 8 Punkte. Können wir reinschauen. Sieht noch alles gut aus, weil ich dachte, ich hatte gerade eine Nachricht drauf, dass die Ärzte schon Wind von uns mitbekommen haben. Und wie gesagt, jetzt die 8 Punkte auf die weitere Mutation von unserem Virus. Schlafstörung hat sich weiterentwickelt. Wollen wir nicht haben. Wir wollen keine Symptome haben. Die Rückentwicklung ziehen wir natürlich durch. Und haben jetzt auch hier genügend Punkte, um dann dementsprechend hier nochmal weiterzuentwickeln. 15 und 14, wie gesagt, die Kosten sind sehr hoch. Da haben wir aber auch eine hohe Chance, dass sie dann dementsprechend weiter mutiert. Gehen wir hier jetzt auf die 9 Punkte für die Wasserübertragung. Auch hier nehmen wir noch den kleinen Puffer mit. Hitzeresistenz hat sich weiterentwickelt, müssen wir dementsprechend auch nicht bezahlen. Das ist auch super. 9 Punkte, das sind dann 10 für Wasser, 16 für Wasser und 10 für Luft. Da gehen wir dann auf die 10. So, das dauert ein bisschen. Anämie wollen wir nicht haben. Wie gesagt, die 3 Punkte haben wir übrig. Zysten, auch die müssen wir zurückentwickeln. Weil wir maximal 2 Symptome der Stufe 1 haben können, bis die Heilmittelforschung dann einsetzt. Das waren 10 Punkte. Die sollten wir dann eigentlich auch relativ schnell haben. Ich möchte jetzt hier auf jeden Fall noch den Puffer haben. Hitzeresistenz 2 hat sich weiter mutiert. Das passt auch. So, jetzt können wir die 10 Punkte hier drauf klatschen und haben noch die 3 Punkte in Reserve. Das wären dann 17, also 20 Punkte oder 19 Punkte. Da gehen wir dann auf die 19 Punkte. Und unser Virus verbreitet sich. Zysten haben sich wieder weiterentwickelt. Ich werde die nochmal zurückentwickeln. Sollte sich Husten mutieren, den werde ich laufen lassen, weil wir den, wie bereits im Bakterium-Video, sowieso brauchen, um dann dementsprechend weiterzukommen auf unser totales Organversagen. Und wieder die Zysten. Auch die werden wir wieder zurückentwickeln. Hier wollten wir auf die 19 Punkte gehen. So, das Virus breitet sich weiter aus. Arzneimittelresistent hat sich weiterentwickelt, das ist auch gut. Damit haben wir natürlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr in reichen Ländern, weil wir dann Antibiotikaresistenzen aufbauen. Das wären 21 für Wasser. Also 18 plus 3 in Reserve.
So, die haben wir jetzt auch. Gehen dann hier auf das Wasser und 23 für das Bio-Aerosol. So, Übelkeit wollen wir nicht haben. Auch das wird zurückentwickelt. Und wir können jetzt mal schauen, was brauchen wir noch an Fähigkeiten. Das wären 15, die werden wir jetzt weiterentwickeln. Vielleicht haben wir Glück und die umgebungsbedingte Verhärtung wird sich weiterentwickeln, weil das ist mit 34 Punkten sehr teuer. Aber ansonsten lassen wir das jetzt mal weiterlaufen. Das Bio-Aerosol können wir jetzt auch mit draufnehmen. Und wir können jetzt gleich mal einen schnellen Check-up machen. Was fehlt uns noch? Es fehlt noch einiges. Hier können wir natürlich einen Filter setzen. Die kalten Regionen fehlen noch, wobei wir das dann dementsprechend über unsere letzte Fähigkeitenmutation mitbekommen. Die warmen Länder sind eigentlich nahezu alle dabei, bis auf Mexiko. Das sieht eigentlich recht gut aus. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten. Arzneimittelresistenz 2 hat sich weiterentwickelt. Erhöht nochmal die Infektionschancen oder Ansteckung in reichen Ländern. Das ist sehr gut. Genumbildung 1. Auch das ist gut. Wobei es natürlich besser gewesen wäre, das hätte reingehauen während der Heilmittelforschung für die Rücksetzung. Anämie, wie gesagt, wollen wir nicht. Entwickeln wir nochmal zurück. Bei der Übertragung Karibik, Grönland, Schweden brauchen wir noch. Das sollte aber... Genetische Verhärtung. Wir können jetzt hier, okay, die klatschen wir drauf. Wir haben genügend Punkte, können wir mit drauf klatschen. Das war Schweden im Endeffekt jetzt auch noch cashen. Grönland haben wir jetzt. Ausschlag. Okay, lassen wir den Ausschlag laufen. Von der Schwere her sind wir immer noch unterm Radar. Wegen einem kleinen Ausschlag geht niemand zum Doc. Zysten, jetzt müssen wir auf jeden Fall zurückentwickeln, sonst geht's gleich los. Es sind noch 17 Millionen. Und Husten hat sich weiterentwickelt. Auch den lassen wir drauf. Das sollte noch reichen. Okay. Sie sind jetzt dahinter gekommen. Wir können jetzt mal schauen. 9,5 Millionen in Schweden. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Schlafstörungen wollen wir nicht. Was hier abgeht. Okay, Heilmittelforschung hat noch nicht eingesetzt. Noch 8,7 Millionen. Und wir sollten eigentlich gleich durch sein. Und der letzte sollte dann infiziert sein. So, haben wir jetzt. Jetzt sollte auch die Nachricht kommen. Okay. Die Rückentwicklung würde jetzt hier kosten.
Natürlich würde sie auch hier kosten, deswegen werden wir nicht zurückentwickeln. Allerdings werden wir jetzt hier voll auf Tötung gehen. Wir werden hier wieder unseren Standardpfad bis zum vollständigen Organversagen gehen, nehmen natürlich noch alles mit, was in irgendeiner Form tödlich ist, aber unter Umständen für die Schwere nicht so dermaßen erhöht. Das Fieber nehmen wir noch mit. Das Lungenödem nehmen wir mit und Durchfall wie ein Hochdruckreiniger. So, Fähigkeiten sehen eigentlich auch alle gut aus. Wir bekommen jetzt nachher natürlich noch ein paar Punkte, dass wir eventuell noch auf die Heilmittelforschung reagieren können. Und damit Feuer, fangen wir an. Lungenentzündung hat sich weiterentwickelt. Heilmittelforschung geht natürlich jetzt auch rasant nach oben. Anämie hat sich weiterentwickelt. Wir werden jetzt hier die Punkte sammeln und behalten hier die Heilmittelforschung mal im Auge. So ab 50% können wir dann mal überlegen, wirklich dagegen zu steuern. Hautläsion. So, ihr seht schon, das Ganze verlangsamt sich jetzt rapide, ohne dass wir irgendwas dagegen unternehmen mussten. Es sind jetzt gerade mal noch 200 Millionen am Leben. Dementsprechend brauchen wir hier nicht mehr reagieren, nehmen natürlich alles gerne mit, was sich in irgendeiner Form weiter mutiert und warten einfach nur noch auf unseren Sieg. Geht jetzt dann relativ schnell. Und damit ist auch der Virus geschafft. Na, Sackjucken hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Ich hab's euch gesagt, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Sackjucken ist barbarisch. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und verpasst keine anderen Videos. Wie gesagt, es werden noch welche kommen. Natürlich jetzt die einzelnen Seuchentypen auf normal, dann gehe ich auf brutal über und dann natürlich noch auf mega brutal. Also wie gesagt, lasst ein Abo da. Aktiviert die Benachrichtigungsfunktion und verpasst keine Videos mehr. Ansonsten haut rein und viel Spaß beim Auslöschen der Menschheit. Zuerst einmal vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir Spaß gemacht hat und du es noch nicht getan hast, lass doch einfach ein Abo da. Wenn du beim nächsten Livestream dabei sein möchtest und über den Chat live mit mir quatschen, schau einfach mal in den Community-Tab rein, dort werde ich die Streaming-Zeiten veröffentlichen und wenn du natürlich ein Abo dagelassen hast, wirst du automatisch über die nächsten Streams benachrichtigt. Wie gesagt, ich hoffe, dass du beim nächsten Mal dabei bist und dann können wir ein bisschen quatschen. Bis dann.